Jo. Na, hörst du Moin. mich? Ich gucke mir gerade dein Video an. Was für ein schöner weißer Bart oder grauer Bart. Alter, weißt du, wie lange ich darauf gewartet habe? Das Autorität ist das. Ja, für mich hat das irgendwie auch immer, das war mir nicht bewusst, aber das hat wohl irgendwie auch immer eine gewisse Reife für mich ausgedrückt. So Gandalf und name it. Also die Typen mit dem langen weißen Bart und nicht der Nikolaus, aber der soll ja auch weise gewesen sein. Also hör zu, nur dass du das weißt. Ich habe gerade mir erlaubt, hier einfach mal auf meinem iPad auf die Aufnahmetaste zu drücken, weil ich mir dachte, nimm's mal auf, könnte ein sehr interessantes Gespräch werden. Wir müssen es ja nicht unbedingt veröffentlichen, aber das entscheiden wir dann einfach eben nachher. Ich wollte nur, dass du das weißt. Cool. Also Das ist nämlich. iPad-Aufnahme heißt auch direkt Bildschirmaufnahme. Das heißt, Nee, du verballerst nein, ist gerade nur voll reiner Ton. Videos. Also das Ah, wäre dann geil. jetzt quasi dann am Ende Material für einen Podcast zum Beispiel. Geil, ja, ich habe heute auf deinem Kanal gesehen, ich habe den erstmal nur überflogen, so, weil ich bin ja auch so heimlich so ein kleiner Nerd, ne, der so auch so den Algorithmus studiert und ist ja erstaunlich. Du hast ja, ich liebe das ja so, den Algorithmus zu studieren. Auf jeden Fall, ich habe gesehen, du hast da so einen Podcast jetzt gemacht, erste Folge irgendwas. Und also ich finde das total cool mit der Audioaufzeichnung. Und irgendwann, also ich finde, gerade weil wir beide so schöne Bärte haben, kann man auch auf jeden Fall auch mal Video machen. Ich habe übrigens Aber auch das Hemd, das du trägst. Das bitte? beige Hemd, das du trägst. Das Das habe ich aus dem Iran. habe ich aus dem Laden in Deutschland, in Oldenburg. Und das ist mein Lieblingshemd. Und das ist, weil es halt nicht Stretch ist, ne? Ist das so ein Indikator für mich, wann ich weiß, dass es mal wieder gut ist mit Zunehmen, weil das Gegenteil sind gewisse Hosen, die mir von der Hüfte fallen, wenn ich zu dünn werde. Und so bewege ich mich halt ebenso irgendwie immer dazwischen und brauche mir um Diäten oder so ein Blödsinn keine Gedanken zu machen. Ja, gute Idee mit der Kleidung, wenn man die richtig wäscht und wenn die nicht vom Waschen immer schmaler wird, dann ist Ja. es auch schlecht für die Motivation. Ja, ey, cool. Ja, freut mich, dass das so fluppt mit der Social Media, weil das ist ja die eigentliche Idee hinter YouTube. Aber gut, die meisten konsumieren ja nur, ne? Und wirklich dieses Aktive. Dass Leute dann direkt suchen, da braucht es ja auch Neugier, ne? Und Ja, das. ich glaube, du bist auch ein neugieriger Mensch, das freut mich. Ja, ich bin, ja, also ich werde oft so als Hans Dampf in allen Gassen bezeichnet. Und ja, das ist nicht so ganz von der Hand zu weisen. Ich interessiere mich einfach für viele Dinge. Vor allen Dingen halt eben den Wesenskern gewisser Dinge, weil ich halt eben auch einfach viele Dinge miteinander vergleiche und bla und dann halt eben leichter Zusammenhänge erkenne und solche Sachen. Also ich, ne, aber ich lasse mich dabei halt auch tatsächlich sehr bewusst von meinem Interesse leiten. Also, das Witzige ist, diese Synchronizitäten, die du ansprichst, Geil, ne? ey, heute, ne, ohne Flachs, weil ich ja dann zu meiner Mutter fahren musste, das ist ja 40 Kilometer von Köln entfernt, aber du kennst ja Leverkusen, du warst ja hier in der Nähe, in Düren. Und deshalb, ja, habe ich da jetzt nicht viel recherchieren können, aber ich habe gesehen, ne, du machst schon voll lange Videos und auch geil zu so scrollen von den ersten Videos bis jetzt noch so voll noch 12 Jahre jünger. Ja, es ist eine Das Entwicklung, die wie so man erkennen kann, ne? im Schnelldurchlauf sieht man so die äußerliche Entwicklung von einem Menschen. Naja, und wie gesagt, nur kurz überflogen und dann bin ich zu meiner Schwester gegangen, meinte ich, ey, hier,
ich habe so eine Meldung von YouTube bekommen, dass jetzt endlich mal so ein öffentlicher Abonnent jetzt so jemand mit so einem öffentlichen Kanal auch abonniert hat, ne? Und hier voll super, der hat fast 4000 Abonnenten und so, das ist cool. Hier endlich funktioniert das mit der Social Media. Und dann meint meine Schwester, ja geil, heute hat mich nämlich so eine bekannte Schlagersängerin angeschrieben, beziehungsweise die sind schon seit einiger Zeit, paar Wochen, glaube ich, oder so in Kontakt. Aber weil das jetzt auch aufgezeichnet wird, darf ich den Namen nicht nennen, weil die hat so richtig mit Management und... Dafür habe ich das gesagt. Bitte? Dafür habe ich das gesagt. Voll geil, weil die traut sich halt nicht so öffentlich, ne, so hier zu sagen, dass sie das voll doof findet mit den Corona-Maßnahmen, die es halt gebunden. Das ist schlimm, das ist bei vielen so, ne? Wenn die Leute wüssten, Wahnsinn. Wenn die Leute wüssten, wie viel die Leute um sie herum tatsächlich anders denken, als sie reden, dann würden die sich auf den Arsch setzen. Das ist echt so eine Zwickmühle. Das ist sehr geschickt designt, zum einen. Das ist allerdings auch das Coole, wenn du da einmal hintersteigst, dann wirkt es halt eben trotzdem nicht mehr. Da kann das noch so geschickt designt sein, wie es will. Aber das mit dem Social Media, das ist halt eben auch so nicht. Also ich habe mich ja, ich bin ja jetzt wirklich auch jahrelang im Facebook, also 12 Jahre war ich jetzt fast im Facebook und auch im Instagram seit 2015 und das Ganze natürlich auch halt eben tatsächlich auch um Reichweite zu bekommen. Ne, wenn du eine Message hast, die du irgendwie an einen Mann bringen willst, weil du weißt, die kann eventuell dem einen oder anderen helfen, dann bist du natürlich froh, wenn du irgendwie Reichweite bekommst. Nur ganz im Ernst, Facebook, ich hatte 5000 Freunde und habe 100 erreicht. Wenn ich ein Bild gepostet habe von mir, in das reingelächelt habe. Wenn ich irgendwas Sinnvolles gepostet habe, dann hatte ich da 10 Likes drauf. Bei 5000 Freunden. So, und von daher war das für mich dann irgendwann eine Illusion, der ich verfallen war. Also ich habe halt einfach gemerkt, dass ich da nicht bekommen habe, was man mir versprochen hat oder was ich mir habe versprechen lassen. Ich drücke es explizit so aus, weil die können ja immer wieder auch auf die AGB sich zurückrufen, so, ne? Wo ich dann so, ja, nee, ist schon okay, ich übernehme die Verantwortung, ich habe das selber genutzt, freiwillig, und hab's aber halt eben jetzt vor einer Woche explizit auch wirklich verlassen. Weil ich gemerkt habe, dass viel mehr als das von dem, was ich da eigentlich von hatte, es mich gekostet hat. Und zwar haufenweise meiner Zeit am Tag. So, ne? Und deswegen bin ich dann halt da jetzt raus und habe mich schon mal wieder ein bisschen mehr auf YouTube konzentriert, wodurch ich selber jetzt irgendwie zum einen endlich noch mal ein paar neue Videos hochgeladen habe und dann halt eben zeitgleich, ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster und sag zufällig, du weißt, was ich damit meine, ne? Gibt keine Zufälle, aber für mich halt eben unvorhergesehen quasi eine Stunde später dann halt das Video vom Götz dann hochgeladen wurde. Beziehungsweise hochgeladen war das schon 2 Monate. Das ist halt eben freigeschaltet worden. Das war halt vorher ein Exklusivinhalt auf dem Kanal von Neue Horizonte TV. Und dann habe ich halt irgendwie schon das Gefühl gehabt, so, ja, okay, cool, da geht jetzt was. Und natürlich war die erste Idee, der erste Gedanke, was das bedeuten könnte, dass jetzt was geht, dass irgendwelche Counter hochgehen. Und dann passierte das aber innerhalb der ersten Stunde irgendwie so gar nicht. Und ich wunderte mich schon. Und dann habe ich mir gedacht, so, Moment mal, du bist da gerade auf dem falschen Dampfer. Es geht hier gerade nicht um Klicks. Ich wusste intuitiv, und diese Gedanken hatte ich im Kopf, so wie ich sie jetzt sage, mach die Augen auf, bleib geduldig, da kommt dadurch jetzt wieder jemand auf deinen Schirm, in deine Aufmerksamkeit, den du nicht auf dem Schirm hattest, wo du
den du daran erkennen wirst, dass du mit dem Finger auf den zeigst und sagst, mit dir will ich reden. What? Nein, habe ich jetzt aufgelegt. Entschuldige bitte vielmals, ich habe aufgelegt, weil in dem Moment, wo ich du sagte und dabei mit meinem Finger auf den Bildschirm zeigte, ging der Bildschirm schon an, synchron, und dann habe ich auf mein Mauspad getippt und das war halt noch auf dem Auflegen-Button, wo der einfach vorher drauf gesessen hat und deswegen warst du kurzfristig weg. Entschuldige bitte vielmals. Ja, kein Thema, gar kein Thema. Wie ist das denn jetzt? Ist das jetzt, du hast gesagt Tablet, ist das jetzt über Desktop? Telegram. Ich habe Desktop, Telegram, ich sitze jetzt hier quasi gerade an meinem Spielerechner, weswegen jetzt zum Beispiel halt auch Webcam nicht geht, weil der keine Webcam hat. Das ist mein Zockrechner, das ist ein Gaming-PC, das ist so ein High-End-Teil, aber es hat keine Webcam. Ja, genau, so ein Republic of Gamers-Teil, so ein Asus. Ich habe es halt eben einfach nur zum Zocken und halt eben zum Videos zu gucken. Und ich habe halt eben auch Telegram da drauf. Und deswegen habe ich das jetzt eben einfach mal ausprobiert. Ich war mir gar nicht sicher, ob das funktioniert, aber es scheint gut auszusehen. Und habe einfach das iPad jetzt quasi vor mich gelegt und nehme den Raumhall auf. Also sprich, das, was aus den Boxen kommt und aus meinem Mund. Dich hört man über die Boxen und mich quasi direkt übers Mikro. Ja, die haben ganz gute Mikrofone, die Dinger. Richtig, das ist mir auch aufgefallen. Ich hatte mal einen Elektroniker bei mir im Laden. Also ich habe jetzt im Laden auch eine witzige Story. Also 3 Monate vor dem Lockdown letztes Jahr habe ich meinen Laden zugemacht. Auch so eine unsichtbare Hand, das muss ich mal in Ruhe erzählen. Mhm. Aber ich habe da irgendwie auch mit hier Internet und so, da so einen Elektriker gehabt, der hat mir damals erzählt, dass die da mal so ein Handy aufgeschraubt haben und diese Smartphones, die haben irgendwie 6 Mikrofone und das ist Wahnsinn, also echte Abhörgeräte, ne, und auch hier Hightech. Raumklang, Richtmikrofon, aber auch Raummikrofon, Wahnsinn. Naja, und ganz viele Storys, wie gesagt, wir könnten über meine Zeit reden, über deine Zeit, ey, so viele Storys, und weißt du, dass das Geile ist? Es sind authentische Menschen, weißt du, die haben einfach was zu erzählen und deswegen reicht da so ein Video und so gar nicht aus. Ja. Man braucht echt so eine Podcast-Serie, Videoreihe. Das war was sehr Lustiges. Kennst du den Frank Stoner? Ja. Der hat früher auf Radio Energy, nee, nicht Radio Energy, Emergency, genau, mit dem Amok-Alex. Amok-Alex, genau. Die zwei, die hatten ihre Sendung. Und für sowas suche ich eigentlich auch einen passenden Co-Moderator, wie auch immer man sowas nennen möchte, aber ja, halt eben, wenn du Bock hast, ne, dann machen wir einmal eine Woche zusammen eine Radiosendung oder einen Livestream oder halt wie auch immer. Dann müssen wir einfach, wir können mal gucken, ob wir das als Podcast machen oder, wenn wir Bock drauf haben, auch einfach einmal in der Woche einen Podcast und einmal in der Woche einen Livestream oder so, wo wir im Podcast quasi einfach wir zwei im Gespräch sind über ein bestimmtes Thema und dann einfach mal unsere Gedanken laufen lassen, gucken, was dabei rauskommt. Also ich kann das eh sowieso immer am besten aus dem Bauch. Ich brauche mir für sowas keine Notizen zu machen oder sowas. Ich weiß halt, wovon ich rede, und genau das unterstelle ich dir halt eben auch. So, das ist der Eindruck, den ich gewonnen habe, dass du auf jeden Fall weißt, wovon du redest. Und das finde ich immer, das findest du nicht an jeder Ecke. Viele Leute tun so, als wüssten sie, wovon sie reden, aber du merkst, sie haben nichts davon mal selber überprüft. Die haben keine empirischen eigenen Erfahrungen zu irgendwas, wovon die da gerade reden. Die reden quasi nur nach, was sie vorgeplappert bekommen haben und wissen eigentlich nichts. Ey, ich will jetzt nicht
größenwahnsinnig werden, weil ich habe. Nee, das hat nichts mit Größenwahn zu tun. Das ist einfach eine ganz nüchterne Beobachtung. Das ist auch kein Urteil. Ich habe lange am Fundament nicht rumgedümpelt, sondern ich habe aktiv lange am Fundament gearbeitet, damit ich irgendwann mal große Töne spucken kann, weil man muss sich ja irgendwie auch so, ich sag mal, was eine Erfahrung, wie du sagst, aufbauen, ob jemand zurückgreifen kann. Und wie du schon sagst, in meinem Fall und deinem auch, da muss eher jemand Stopp sagen, weißt du, das Sprudel und lebendig. Ja. Ja, ich kann dich ein ganzes Wochenende ich kann dich 3 Tage am Stück zuquatschen. Ja, und dafür beneiden uns dann diese analytischen Typen, die dann halt so wochenlang eine Sendung zum Beispiel vorbereiten müssen oder sich so Text aufschreiben müssen und dann, ja, also auf jeden Fall, also jeder hat ja seine Vor- und Nachteile und ich merke immer mehr und mehr, dass ich einfach in so eine einfach ganz normale, nicht mal Rolle reinwachse, sondern es ist einfach mein ganzes Wesen so auch schon, ja, dass ich mich schon immer danach gesehnt habe, irgendwie ein Vater zu sein und irgendwie ein glückliches Kind aufzuziehen und einfach dieses ganz Geerdete, ne, und nicht hier irgendwie krass irgendwie Professor Doktor werden, sondern wirklich an der Basis erstmal da was aufbauen, so Bauernschleue oder wie sagen wir, Bauernschleue und oder Hirtenintelligenz. Ja, aber ich weiß genau, was du meinst. Ne? Das würde man so abgetan, so als wäre das was Niederes. Bloß weil die irgendwelche Buchtexte nicht rezitieren können. Das ist halt auch so ein Kultgehabe, wo irgendwelche Leute über bestimmtes Wissen sich definieren und alles niedermachen, was es nicht hat. Weißt du, dieses Wissen. Und das ist einfach dieses scheiß elitäre Denken. Das findest du halt überall da. Egal, was die da jetzt zum Mammon erheben, ne, das, oder zum Gott machen. Ne? Ja, und nochmal zu dem Frank Stoner und Amok Alex. Ich weiß noch, ich habe da jetzt nicht direkt am Anfang, ich glaube, die haben 2014 begonnen, wenn ich mich nicht täusche, oder war das 2014 dann im Kulturstudio. Auf jeden Fall, ich meine, 2014 haben die bei Radio Emergency diese Show begonnen. Ja. Und ich habe dann halt wirklich damals, weil ich fand die beiden so geil, weil das so echt authentische Typen waren, weißt du? Ja. So, ich habe mir einfach jede Folge damals reingezogen und also ich gucke mir den Stoner auch heute noch gern an, so, ne? Aber der Pep, diese Gespräche, weil die halt eben auch beide auf einem Level waren und nicht nur sogar tatsächlich jeder von denen beiden wusste, wovon er selbst redet, sondern tatsächlich auch, wovon der andere redet. Und dadurch bekommst du in noch so abstruseste Themen einen Gleichklang. Das heißt, das ist quasi genau das Gegenteil, was die Medien damit machen. Die gucken immer, dass sie möglichst zerfetzen alles, damit du nach einer Sendung nach Möglichkeit noch mehr offene Fragen hast als vorher. Und wenn zwei Menschen so ticken wie halt eben der Stoner und der Amok Alex, zumindest wie sie dazu getickt haben, dann ist das halt eben was dadurch sehr wertvoll ist, dass dadurch, dass Harmonie unter den Gesprächspartnern herrscht, also auch eine Einigkeit, wo du also sehen kannst, dass was der eine da gerade von mir gibt, scheint nicht so unverständlich zu sein, weil der andere es ja gerade nicht nur zu verstehen, sondern auch noch argumentativ untermauern kann. Sehr wichtig, dass wir solche Sachen bekommen, solche Videos. Und die kannst du halt leider nicht mit jedem machen. Das ist eine Suche wie nach der richtigen Frau. Nee, also ich muss auch sagen, ich bin jetzt auch, ja, was das Thema angeht, jetzt, was man reif nennt, oder fertig gebacken, um jetzt auch wirklich mal
an die Öffentlichkeit zu treten, weil ich habe jetzt auch lange gehadert, eben dieses Thema, was du ansprachst, diese Freiheit auch wirklich, dass man die Freiheit auch hat zu sagen, hier, ich mache jetzt meine eigenen Sachen und ich habe zum Beispiel eben damals eine Firma gehabt, ich habe 12 Jahre ein Unternehmen geführt und allein die Abwicklung hat ein ganzes Jahr gedauert, auch mit Finanzamt und dem ganzen Kram. Und das war dann 2017, 2018. Da habe ich mich dann auf diesen Laden konzentriert. Das war so ein Yoga-Studio hier in Köln. Und habe da so quasi auch versucht, da neue Einnahmen zu generieren, neues Klientel und so. Und dann jetzt nur noch als Freiberufler und also den Laden habe ich ja jetzt vor Corona, Gott sei Dank, bin ich den losgeworden und bin jetzt wirklich komplett frei. Und das, worauf ich hinaus will, ist, ich wäre halt vor ein paar Jahren noch gar nicht in der Lage gewesen, so frei zu reden und alles, weil ich auch angewiesen war auf die Gunst meiner Kunden und also ich weiß, ich kann das nachvollziehen. Ja, vieles muss man sich echt erstmal erarbeiten, ne? Ja, ihren Mund halten müssen, auch wenn sie was auf dem Herzen haben. Ja. Ich merke jetzt immer mehr und mehr, also dass ich da wirklich Vorarbeit geleistet habe. Ich habe zum Beispiel 2017 war das dann wirklich angefangen. Okay, das müsste man jetzt rausschneiden. Oder ich formuliere das mal so, dass man es nicht rausschneiden muss. Das nervt immer mit dem Schneiden. Einfach am besten es hilft. Und ungeschnitten. Bro, ist es dir aufgefallen? Es hilft, über deine Worte sehr genau nachzudenken. Also ja, man kann darüber schimpfen, dass YouTube einen dazu nötigt, aber das ist einfach nicht mein Ding. Ne? Ich nehme dann einfach an, was ist und gucke, was ich für mich draus machen kann. Und habe gemerkt, dass mir das sehr gut tut, dass ich auf YouTube mitunter einfach mich sehr gut darin üben kann, aufzupassen, wie genau ich mich ausdrücke. Und du bist genau, jemand, der das sowieso sehr gut kann. Ich liebe, ja, wie du mit den Worten jonglierst auch. Wie ich merke, wie du bestrebt bist, auch genau die richtigen Worte zu finden, um zu beschreiben, was du vermitteln möchtest. Und da bewundere ich tatsächlich nicht nur bestimmte YouTuber, wie zum Beispiel Frank Stoner. Ich habe gehört, sein Vater war wohl irgendwie beim BND, ne? Und ich glaube, da kriegt man halt schon auch als Kind dann mit, was das Sagbare ist und was nicht und auch so Rhetorik. Und ich denke, auch wenn er da so seine Dreadlocks hat und so wie ein Hippie aussieht, aber ich denke, der weiß ganz genau, was man sagen kann und wie. Und das schätze ich an Frank Stoner so sehr, dass er quasi über alles redet, aber immer so, dass er unangreifbar ist. Oder der Alexander Wagand. Der ist auch so einer, der... Ja, der, großer Rhetoriker auf jeden Fall. Macht sich unangreifbar, ne? Und redet trotzdem über alles. Und das finde ich halt cool. Ja, und cool. Das tatsächlich sogar Klartext. Nicht irgendwie kryptisch kodiert, dass das irgendwie keiner mehr verstehen kann. Sondern die reden Klartext. Und dennoch, ja, und das dazu nötigt uns YouTube. Und ich sehe das einfach als Training, weil dieser Algorithmus, es ist auch nur ein Abbild der Gesellschaft. Und in der Gesellschaft sehen wir ja die Diplomaten, ne? Die haben es ja auch drauf, ne? Oder diese ganzen Leute, die auch Vertragsverhandlungen führen und da gibt es halt Tricks und das ist so fließender Übergang zu Kriegskunst und auch hier Parteien und bla und blub. Ich finde das einfach ganz spannend und um auf das Thema zurückzukommen, ich finde, ich habe 2017 sogar wirklich dann gesagt, hier 2020 wird es krachen.
Und ich wusste nicht wie, aber auf jeden Fall wusste ich, 2020 wird dann so ein einschneidendes Jahr werden. Ja, mein Buch, mein Und Bestseller heißt auch, also mein persönlicher Bestseller ist ungefähr 3000 Mal verkauft worden, 2020, die neue Erde. wow, Also geil, es ist geil, schon geil. halt Ja, wirklich wenn. auch irgendwie in Bezug. Und das habe ich 2015 geschrieben. Wow, super, geil, genau das, Das weil ich wird habe dir da. gefallen, Bruder. Das kannst du dir das findest du auf meiner Startseite, ist das Video, was automatisch losgeht. Quasi so geht das überhaupt automatisch los? Ich weiß es nicht. Vielleicht. Aber das ist halt das vorgestellte Video auf meiner Startseite bei YouTube. Bauchi, wie ist Ja, wenn du mir 2020 die neue reinziehst. Erde? Werde ich mir auf jeden Hast Fall du reinziehen. in Richtig vier geil. Stunden, 19 Minuten, hast du einen guten Einblick in meinen Kopf bekommen? Ja, geil. Ja, freut mich, weil wie gesagt, das ist ja echt so, man wird daran erinnert und so, dass man halt nicht alleine ist. Und ja, und ich habe wirklich einfach nur eins und eins zusammengezählt und du auch, ne? Also wir sind ja keine Hellseher, sondern wir sehen einfach nur. Und dass 2020 wirklich was Einschneidendes passieren wird, habe ich halt 2017 schon vorbereitet, indem ich dann meine Firma abgewickelt habe und dann auch gesundheitlich da die Möglichkeiten des Systems genutzt. Ja, Ne? ja. Also genauso wie wir bestimmte Einschränkungen haben, wie jetzt hier Corona und so, diese ganzen Krankheitsbilder. Genauso gibt es ja auch Vorteile, ne? Dass man bestimmte Krankheitsbilder zu seinen Gunsten quasi Nutzen kann. nutzt, ne? Das Auch ist wenn das, das ja. wozu ich so viele Leute schon seit so langer Zeit immer wieder einlade, auch in meinen Videos. Geht zum Arzt. Lasst euch einfach mal auf Psyche mal einen Monat krank schreiben. Hatte schon mal einen bezahlten Monat Zeit, den ihr euch damit beschäftigen könnt, was eigentlich bei euch, wie nennt man das im Laden, wenn man da Inventur macht, glaube ich. Mal Bestandsaufnahme. Was ist eigentlich los in meinem Leben? Du wirst schon mal die erste Woche verbrauchen. So, dann hast du aber noch 3 Wochen Zeit, wenn du so die meisten Probleme hast, dafür die Lösungen zu finden. Und es reicht, wenn du danach nur eine einzige weißt, die du umsetzen kannst. Und dann hat sich danach, wird sich dein Leben schon geändert haben. So, wenn du ganz cool drauf bist, dann ziehst du das einfach. Also ich kenne Leute, die haben es dann auch gemacht so. Und die haben das teilweise bis auf 2 Jahre gezogen bekommen. Die haben 2 bezahlte Jahre dazu genutzt, ihr Leben möglichst selbst und unabhängig und vor allen Dingen ohne diesen Leistungsbedarf, auf den sie bis dahin noch angewiesen waren, zu meistern. Das ist eine Möglichkeit, die eigentlich jeder nutzen kann. Aber wenn du Leuten davon erzählst, kommen die immer mit ihren Ja-Abers. Und Ja-Aber, ne, Ja-Aber, Ja-Aber ist immer genau das, was dich davon abhält zu machen, von dem du weißt, dass es eine Lösung beinhaltet. Und genau deswegen haben die Leute ständig Probleme. Und das ist so doof, ne? Warum machen die das? Die machen das, weil die nicht anders können, weil ja ihr Gehirn so programmiert oder ihr Verstand so programmiert ist, dass der Recht behalten muss. Und so wie die halt eben denken, so leben die. Und deswegen ist das, aber das ist das Gute. Diese Erkenntnis führt ja dazu, dass wir eigentlich nur in unserem Kopf irgendwas ändern brauchen. Wir müssen noch nicht mal irgendwo hingehen, um die Welt zu retten. Wir müssen es nur mal irgendwann tun, indem wir uns selber retten. Und wenn das jeder tut, ist die Welt gerettet. Aber keiner kann die Welt retten, weil vor allen Dingen, ey, die Leute brüllen nach Hilfe, aber wenn du kommst und Hilfe anbietest, dann, nee, nee, nee. Weil sie ihre Komfortzone nicht verlassen wollen. Aber die sind einfach noch nicht so weit. Geduld ist ein super geiles Werkzeug. Auf alles, worauf ich Geduld anwenden kann, und da hatte der Götz ja auch im Interview das angesprochen. Ne, von wegen Bruce Lee, der auch gesagt hat, warten ist nicht, also kommt drauf an, wie du wartest. Wenn ich untätig warte, ist das eine Sache. Aber wenn ich die Zeit
halt einfach mit was anderem, Verfügbaren verbringe, dann habe ich bis dahin gelebt und nicht gewartet. Und auf einmal ist das, worauf ich gewartet habe, steht auf einmal vor mir. Weil es seinen Weg zu mir gefunden hat. Weil ich das Vertrauen nie verloren habe. Und wenn mein Interesse mir ermöglicht hat, einen Schritt in die Richtung zu gehen, genau das auch zu tun. Und zwar ohne Wenn und Aber. Ey, dein Vorschlag von vorhin, ne? Mhm. Das ist wirklich so, so viel Mehrwert, dieses Gespräch oder uns, wenn wir unsere Gespräche irgendwie aufzeichnen. Also ich glaube, da, wir müssen ja jetzt nicht hier uns Druck machen oder so, sondern einfach mal loslegen und eben. Ich hätte Bock auf jeden Fall. Wichtig wird dabei sein, dass wir die Videos machen und uns darauf konzentrieren und nicht auf irgendwelche Klicks oder Aufrufzahlen oder sonst so. Wir sind unterm Radar. Wir brauchen nicht viele Klicks. Wir erreichen die mit dem, wovon wir reden, was anfangen können, und die anderen können damit eh noch nichts anfangen. Die brauchen wir noch nicht zu erreichen. Es ist noch nicht die Zeit dazu. Das wird eventuell irgendwann kommen, aber wichtig ist nicht, dass wir bekannt werden, sondern halt eben die Worte, die Message, was auch immer, dass das weitergetragen wird. Und es ist so ein Wir-Ding. Das wird durch uns alle passieren. Ich habe das in 2020 als das große Murmeln beschrieben, wo die Leute auf einmal angefangen haben, ihre Webcams zu nutzen, um da reinzureden, was sie wirklich denken. Und dann haben auf einmal alle große Augen gemacht. Weil auf einmal den Leuten klar wurde, dass wir eigentlich ganz anders denken, als was wir bisher die ganze Zeit ausgedrückt haben und haben durchblicken lassen. Wobei, die Wahrheit ist ja auch so ein bisschen, ich sag mal... Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen eigentlich. Nein, kein Problem. Ich denke mir so, nichtsdestotrotz, ist das dennoch, ja, wenn man da ein bisschen den Algorithmus noch kitzelt und so, das, wie du, aber genau, das muss man gar nicht forcieren, da hast du vollkommen recht. Ich wollte nur was anderes sagen, und zwar, ich habe aktuell das Problem, ich merke gerade, dass ich was essen muss. ja, nice. Mein Gehirn unterzuckert gerade, und wie sieht's aus morgen? Also ich, mein Sohn hat spontan entschieden, bei seiner Oma zu sein. Ja. Und der ist ja diese Woche bei mir, aber deswegen bin ich jetzt ohne meinen Sohn hier. Und morgen quasi den ganzen Tag, und morgen wollte ich sowieso ein neues Video machen. Und wenn du Lust hast, lass doch morgen direkt so, ich meine, du hast doch auch eine Webcam, habe ich gesehen. Und irgendwie... Ja, ich habe eine Webcam, dann muss ich einfach an den anderen Rechner gehen. Oder das ist kein Problem, das kann ich machen. Wenn du Lust hast, ja. Aber das ist am Computer einfach. Ich weiß nicht, ob du überhaupt Bock hast. Wir können das auch nur mit Audio machen. Das ist auch okay. Wir können das, also ich bin nicht scheu, was mein, also ich kann gerne auch mit Video machen. Lass uns bis dahin rausfinden, mit welcher Software wir das machen, ob wir skypen oder wie auch immer, so dass wir das halt eben auch aufnehmen können, dass wir es haben. Und dann würde ich auch direkt vorschlagen, dass wir das Video dann auch beide hochladen. Dann können wir ja einfach den Kanal des anderen verlinken. Und vielleicht machen wir irgendwann einen eigenen Kanal dafür sogar noch. Schauen wir einfach mal. Fangen wir damit nochmal ganz neu an. Ich kann mir was einfallen lassen bis dahin, weil das ist so ein bisschen mein Ding. Ich bin so der Grafiker und so. Ein schönes, irgendwie wie so ein Logo oder so. Ich guck mal, was mir da einfällt. Ich halte mich da auf dem Laufenden. Morgen habe ich hier einen Termin bekommen, zwei Bäume im Wald gefällt, die tot sind, und bevor die von alleine umkippen und Schaden anrichten, holen wir die runter. Das ist aber spätestens dann gegessen, wenn es dunkel wird, sprich so gegen 5. Wenn du also möchtest, dann beschäftige du dich morgen mit deinem Video. Ich beschäftige mich zwischendurch mit dem Logo.
Und morgen Abend machen wir einfach ein cooles Video. Und das hier würde ich jetzt einfach mal als einen Testcast hochschieben. Und auf jeden Fall jetzt meine Zuschauer, die noch mit am Start sind, die das hier hören, einfach mal fragen, wie sieht's aus? Habt ihr Bock auf mehr? Ihr kennt jetzt den Plan? Oder sagt er, boah, nee, lasst es einfach sein, braucht die Welt nicht. Dann reden wir auch einfach gerne, einfach ohne euch. Das ist auch kein Problem. Aber wenn ihr es gerne hättet, sagt Bescheid, dann machen wir das sehr gerne. Und dann wäre es natürlich auch schön, wenn ihr es teilt, damit es, wenn ihr was damit anfangen könnt, bitte nicht, wenn ihr nichts damit anfangen könnt, ganz logisch. Und ja, dann können wir das alle zusammen, können wir was Cooles machen. Hört sich gut an. Ja, Testcast heißt dieses ganze Telefonat so ungeschnitten oder willst du nur Teile davon, einen kurzen Teaser? Ja, ich würde das jetzt einfach komplett die ganze Soundspur von vom iPad auf den Mac rüberschieben in meinen in mein vorbereitetes Ding da, wo ich einfach die Videos dann immer mache. Im iMovie, schiebt das da rein, sagt ihm, dass er das rendern soll. Ich bin nicht der große Schnippeler. Mhm. Ich schnippel ja nicht viel. Ich sehe, du schnippelst auch nicht viel. Finde ich gut so. Das kommt einfach authentischer rüber, finde ich. Ist nicht so knackig, ja, aber dafür ist halt, halt das geht auch nicht darum, knackig zu sein. Das kracht, wenn man sich erlaubt, über den Mangel von Bling Bling bei uns einfach mal wegzugucken, dann kracht er dem Kopf. Da hat man was von. Das ist gut. Ja, wobei ich denke, weiß ich nicht, ob da jetzt nicht zu viel privates Zeug drin war, was einfach uninteressant. Uninteressant im Sinne von langweilig. Hey, aber weißt du, wie Instagram funktioniert? Die Leute teilen ihr Essen, also die teilen nicht ihr Essen, die teilen Fotos von ihrem Essen und kriegen da Millionen von Likes drauf. Also kommen nicht mit langweilig. Ich weiß. Ne, ihr könnt ja einfach mal Hallo sagen, die noch dabei sind. Einfach auch hier, um den Kämmern mal zu zeigen, dass es doch noch Leute gibt, die den Scheiß interessieren. Aber dann abschließend, aber dann, damit das noch ein bisschen Unterhaltungswert hat, Amok Alex und Frank Stoner, muss man aber auch klar sagen, der Amok Alex war ja, ich sage jetzt mal, ohne jetzt das Böse zu sagen, der war aber dem Frank immer so intellektuell ein bisschen unterlegen, ne? Bei uns ist zum Glück aber dann so. Ne, das ist ja das Schöne, wir sind ja nicht die und wir wollen die auch nicht kopieren. Ich hatte mich nur halt gefreut, die Möglichkeit zu haben, so etwas wie die zu machen, aber halt eben auf meine und dann eben jetzt deine Art, also auf unsere. Also ich hätte auch irgendein anderes Video-Duo nennen können, aber die fielen mir nun mal einfach gerade als erste ein. Können auch die Space Frogs nehmen, die harmonieren einfach auch zusammen sehr gut. Aber die habe ich jetzt zum Beispiel auch von meiner Startseite verbannt, weil die mir auch im Moment einfach zu viele Videos mit Mainstream-Themen bringen. Und ich habe da einfach im Moment überhaupt gar keinen Bock drauf. Ich will überhaupt nichts davon wissen und hören. Und es tut so gut, einfach mal eine Woche lang keine Hackfresse gesehen zu haben von irgendeinem Politiker und nichts davon mitbekommen zu haben, was die jetzt schon wieder alles so beschließen und für wirre Gedanken in ihrem Kopf haben, die zum Glück jetzt nicht mehr in meinem sind. Das ist völlig okay, wie das in deren ist. Reicht. Ja, Telegram und diese ganzen Widerstandskanäle und Widerstands hier, Widerstands da, das sind ja in Wahrheit alles so Karl Lauterbach-Fanclubs oder so, ne? Ja. Die wissen ja mittlerweile alle, was Karl Lauterbach zum Frühstück sagt, die wissen alle, was Karl Lauterbach zum Abendbrot sagt. Also das ist ja Wahnsinn, die geben so viel Energie diesen Leuten, ja, wo ich mir denke, so, ey, nicht wir müssen raus aus dem System, die müssen raus aus uns. Ja, genau. Deswegen, wir müssen die ignorieren. Ne, das ist in 2020 ja beschrieben mit, das hat auf einmal einfach keinen mehr interessiert, was die da erzählt haben. So, weißt du, die haben das einfach angefangen zu ignorieren und die Politik ist gestorben wie ein Gänseblümchen im Wald. Keiner hat es mitbekommen, es gab keine Beerdigungsfeier, es wurde nicht offiziell abgeschafft, es war einfach irgendwann nicht mehr da. Ja, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. That's the fucking point. Ja. Ey, und genau, Stichwort Humor, ne? Da habe ich auch einen coolen neuen Lehrspruch in meinem Kanon.
aufgenommen. Und zwar, wir müssen sie an die Wand tanzen. Ich Geil. glaube, das ist so ein Spruch von so einem Kabarettisten, ich glaube Wolfgang Hildebrand oder so, ich weiß nicht genau von wem, aber auf jeden Fall, da ist so ganz wichtig dieser Galgenhumor, also nicht einfach nur so, nur die dunklen Themen, sondern auch wirklich mit Humor, weil ich finde, an dem Humor wird man erkennen, wer einen Stock im Arsch hat und wer wirklich cool und geerdet ist, weißt Ja, du? Ja. das Ding ist, manchmal kann man es vielleicht einfach nicht umgehen. Aber selbst wenn ich mich mit Humor um diese Dinge kümmere, kümmere ich mich um diese Dinge. Und nicht darum, dass mein Garten gerade essbar wird. Zum Beispiel. Oder dass ich gerade damit beschäftigt bin, meine Weltumsegelung zu machen oder so. In dem Moment bin ich wieder damit beschäftigt, genau diesen Themen Stoff zu geben. Und deswegen bin ich auch mit, ne, ich habe mir halt auch den Tim Kellner einfach die ganze Zeit so gern jetzt noch eigentlich angeguckt, weil ich musste ja auf dem Laufenden bleiben. Ich war ja diesem Irrglauben unterlegen, ich müsse mich auf dem Laufenden halten. Gott, bin ich froh, dass ich raus bin. Ey, das ist ein blöder Film. Und da im Rahmen dessen guckst du dann halt eben, dass du nicht gerade die Nachrichten guckst, sondern Leute, die dir das so Reader's Digest-mäßig so aussortiert, das Nötigste und Lächerlichste und damit aber offensichtlich auch das, was am meisten diskutiert ist an diesem Tag. So, das Ding ist, ja, war immer lustig und ich habe mich eher gefreut, ein 18-Minuten-Video vom Love Priest zu sehen, als ein 12-Minuten-Video. Aber es waren dann immer 18 statt 12 Minuten, die ich mich dann auch mit diesem Scheiß beschäftigt habe, der mich eigentlich selber überhaupt nicht interessiert, habe ich gemerkt. Vor allen Dingen brauchte ich nicht auf dem Laufenden. Alter, ich lebe hier im Wald. Ich gehe ab und an mal raus in die Anderswelt, um ein bisschen einzukaufen noch. Und ansonsten bin ich hier gerade in selbst auferlegter Quarantäne. Aber nicht vor Corona, sondern vor dieser Gesellschaft. Und diesen Hirnkrankheiten, die da draußen sowas von verbreitet sind, dass es echt schwer ist, die zu umgehen. Sobald du mit irgendjemandem da draußen zu tun hast, hast du mit diesem bekloppten Zeug zu tun. Ey, und das macht dich selber bekloppt. Und ich kann im Moment echt jedem raten, der ansatzweise die Gelegenheit dazu hat, irgendwie dafür zu sorgen, dass er ein Dach über dem Kopf hat. Strom, Wasser, genug zu essen und das nach Möglichkeit ohne einen Job mit Knebelvertrag. Es gibt diese Möglichkeiten und nicht nur irgendwie mal hier, mal da. Je mehr Leute sich darum kümmern, desto mehr Leute werden diese Möglichkeiten automatisch bieten und automatisch haben viele, viele Leute diese Möglichkeiten und können sie nutzen. Da spielt Geld keine Rolle mehr und das ist schon mal einfach die größte Fessel, die uns in diesem System hält. Ja, das System muss aus uns raus. Dann müssen wir aber zum Beispiel auch aufhören, deren Geld zu benutzen. Und da finde ich deinen Freundeskreis halt eben sowas von genial, weil es quasi exakt dasselbe Ding ist wie mein P2P-Netzwerk, in dem wir uns bewegen ohne Geld. Wir holen Geld aus von den Leuten, die ich für mich als Kunden, ich bin Tätowierer und habe damit mein Geld die letzten Jahre hauptsächlich verdient und habe aber inzwischen meine paar anderen Geldquellen ans Laufen bringen können und bin da jetzt auch nicht mehr darauf angewiesen, tätowieren zu fahren. Das war halt sehr cool, um das als quasi, ja. Ich habe 10 Jahre im Wohnmobil gelebt. Das ist halt geil, wenn du da arbeiten kannst, wo du gerade bist, respektive dich dann dahin bewegst, wo du arbeiten kannst. Und jetzt genieße ich gerade wirklich einfach mal dieses mich einmummeln hier und dann halt eben auch nicht nur, ja, mich einfach von der Gesellschaft ein wenig zurückzuziehen, sondern halt eben auch das, was die Gesellschaft beschäftigt und sie zu dem macht, als was ich sie gerade empfinde und das, was die im Kopf haben. Ich habe kein körperliches Problem mit irgendjemandem.
Und da halt eben wirklich dann auch diese Themen einfach nicht mit meinem Kopf nicht mehr damit zu füttern. Und nur deswegen bin ich gestern bei deinen Videos gelandet. Ansonsten habe ich mich gestern da stattdessen da gesessen, wieder Olli und den Markus Gärtner und den Love Priest geguckt und keine Ahnung, dann schon wieder in diesem Dill drin gewesen, in dem ich mir dann lieber danach noch ein Let's Play angucke, als selber das verdammte Ding hier anzumachen, den Controller in die Hand zu nehmen und selber ein Spiel zu zocken. Ja, ich hab tatsächlich auch die letzten Tage genau dieses Empfinden gehabt, was du beschreibst, dass mir es dann einfach irgendwann zu viel wurde, dass die dann alle dann nur noch so dieses Negative da Ja. runterleiern. Ich meine auch zu Recht und so, ne? Ich will jetzt auch nicht hier unterstellen hier, dass die jetzt jüngst erst erwacht sind alle und deswegen gerade so dieses Zwangsdenken haben. Aber mein Glück war es ja, dass ich vor 20 Jahren bei dem 11. September schon irgendwie schockmäßig da erwacht bin, weil ich damals so ein Nerd war, der viel gelesen hat im Internet Ja. und da war ja diese aufkommende Truther-Bewegung weltweit und das ist ja jetzt nur eine Wiederholung Ja. hier mit was vor 20 Jahren war und deswegen war ich mehr oder weniger vorbereitet auf das, was jetzt kommt Ja, ich und so, auch. aber ich sehe jetzt diese Leute, die jetzt erst plötzlich erwacht sind, die jetzt halt so. Und ich sehe das zum Beispiel, ich bewundere zum Beispiel die Arbeit von Gunnar Kaiser. Ich bewundere die Arbeit von ihm, aber ich habe das Gefühl, ich sehe, wie er regelrecht so körperlich so richtig zehrt, weißt du, Ja. so der leidet mit und so. Und Aber das ist, ich bin mir sicher, dass der Gunnar da auch demnächst ne, an seine Grenzen stößt, weiß jetzt, okay, es ist besser, einen Gang runterzuschalten und so nach und nach auch dann seinen Mittelweg finden wird. Ne, der Gunnar ist halt auch gerade im Moment der hat halt auch jetzt eine riesige Klatsche gekriegt. Gunnar ist auch ein Schriftgelehrter, ein sehr belesener Mann, der aber halt bis jetzt auch einfach im System gelebt hat und wahrscheinlich noch nicht wirklich sehr viel Erfahrung in alternativen Lebensweisen hat. Und du sprichst da halt eben auch in deinen Videos, finde ich super toll, die Option an, dass man sich sehr wohl weiter geistlich entwickeln kann, aber dann zum Beispiel körperlich nicht. Und das muss man in Einklang irgendwie bekommen und das dauert ein Weilchen, bis man das hinkriegt. Das ist nämlich, das hat auch sehr viel mit Selbstgefühl zu Selbstwahrnehmung zu tun. Und irgendwie ist es halt eben, ja, nicht unbedingt das, was du halt eben bisher in der Schule gelernt hast oder aus dem Fernsehen. Halt also quasi ja eben exakt genau das eben nicht. Diese ganze Ablenkungsshow ist ja explizit dazu da, damit du auf diese Dinge nicht kommst. Und so schön ist es, dass man halt eben trotzdem drauf kommen kann, was beweist, dass diese perfekt funktionierende Maschinerie entweder stümperhaft bedient wurde oder eben doch nicht so perfekt funktioniert oder eben nur bedingt diese Gehirnwaschmaschine. Du, lass uns da Ja. ansetzen, wo wir aufgehört haben. Ja, Mann, ich Ich freue freue mich mich. sehr auf morgen. Tschüss mit 11, sage ich. Und wir sehen uns definitiv demnächst mal. Wie gesagt, ich bin jetzt hier in der Nähe von Bremen. Das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig weit weg von Köln. Kann man auf jeden Fall mal hinter sich bringen, diese Strecke. Ich bin halt im Moment nicht mobil, aber ich arbeite dran. Und morgen Abend hören wir uns auf jeden Fall spätestens wieder. Ich freue mich sehr Geil, also darauf. dann bist du ja in der Nähe von Worpswede da oben bei Ich bin Klosterneuburg. tatsächlich in der Nähe von Worpswede. Und wenn du hier Da mal, war ich letztens, da wohnt wenn du eine eine freie Freundin. Woche hast und Bock hast, kommst du einfach mal rum. Ich habe auch ein Gästebett hier. Ich kann endlich auch noch mal Besuch empfangen, wenn ich das möchte. Und dann können wir auch gerne mal den Joe Conrad besuchen fahren. Der hat da bestimmt auch kein Problem mit. Der ist ja voll cool, der ist ja Fitnesstrainer, ne? Ich habe witzigerweise meine Freundin, die da in Worpswede wohnt, die kennt den Bruder von Joe Conrad. Und das ist so witzig, wie klein die Welt eigentlich ist.
Und Networks wird es voll schön die Ecke, aber die Freundin zahlt da fast so viel Miete wie ich hier. Aber gut, das ist auch ein größeres Haus. Und nee, freut mich, also, dass wir uns auch mal in echt kennenlernen. Du bist auch herzlich willkommen hier in Köln, in meiner bescheidenen Hütte. Ich habe hier auch so ein kleines Gästezimmer. Und nee, also morgen habe ich dann verstanden, bei Anbruch der Dunkelheit bist du dann soweit, dann können wir ja mal so ein Video Ja, machen, wenn du Bock hast. das ist doch mal eine vernünftige Verabredung. Cool. Noch Ja, einmal hat mich sehr schlafen und dann, wenn gefreut. es dunkel wird. Das ist für mich ein Super. Kalendarium. Da kann ich nehmen. Ja, viel Spaß mit deinen zwei toten Bäumen. Ja, also ich werde da wahrscheinlich noch nicht viel. Ich werde, ne, wenn die werden morgen geschnitten, morgen kommt halt der Kletterer. Und dann habe ich den Kram da im Garten liegen und kann mich dann nächste Woche darum kümmern, dass ich das halt alles klein mache. Also alles easy. Das ist es halt. Cool. Alles easy. Das ist mein Leben, Alter. Ich habe keinen Ah, Bock und mehr, ich, mein meine Leben zu Mutter hat mir stressen. was Ey, ich bin ein versprochen. Chiller, Mann. Weißt du? Kein Bock mehr auf die Scheiße. Ja, meine Mutter hat mir auch voll lecker Essen mitgegeben. Deswegen verspeise ich das noch. Hauen Sie rein. Ja, Genau, on Mann. the range. Wir sehen Und uns, ja, Bro. Freue mich bis sehr. morgen. Bis Ich denn. auch. Bis Ciao. dann. Ciao, ciao. Ja, sehr nice. Ich hoffe, das hier hat soweit funktioniert. Und gehe jetzt mal rüber und stell das mal ins Internet. Und dann gucken wir einfach mal, wie es weitergeht. Aber das fand ich auf jeden Fall gerade schon mal sehr interessant.